Es ist Freitag, der 31. Januar. Der Monat ist schon fast wieder vorbei und damit herzlich willkommen zum Regionalmagazin hier im Elbe-Kanal. So kurz vor dem Wochenende sind wir heute mit folgenden Themen für Sie da. Kunstausstellung. Werke von Heinrich Huke Senior und Junior im Landtag zu sehen. Neujahrsempfang. Stadtwerke Schönebeck und Elbstadt begrüßen 2020 im Dr. Thurberg-Saal. Und Trendsetter. Gallery Fashion vertritt die Modetrends für Herbst und Winter. Bereits am Freitag hatten wir Ihnen die Ausstellung im Magdeburger Landtag nähergebracht. Dort stellt Heinrich Huke Junior seine Bilder und auch die Bilder seines Vaters aus. Und diese Ausstellung ist sicherlich einen Besuch wert. Heinrich Huke Senior lebte für die Malerei. Seine Stadt, die Natur, Figürliches und Porträts. Das waren seine Motive. Trotz einer Beinamputation im Krieg infolge eines Granatsplitters widmete er sich mit ganzem Herzen seinem Hobby. Nicht bloß in Schönebeck gemalt, er war ja in Ungarn, hat in Ungarn viel gemalt, im Krieg. Dann im Süden runter, in Bayern. Er war ja auch auf Wanderschaft bis nach Garmisch runter, hat viel in den Alpen gemalt. Ja, und dann geht das weiter, in Thüringen hat er viel gemalt und Berlin selber, auch nach der Wende noch, was an Neubauten da entstand, hat er gemalt. Er war viel auf der Straße und hat das gemacht. Sein Sohn Heinrich Huke Junior hat das Schaffen seines Vaters fortgeführt und diese Werke nun der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Was die Aquarelle vom Vater sind, das ist schon ein Hauptbestandteil. Er hat aber auch sehr viele Zeichnungen. Es sind Ölbilder da. Naja, wie ich sagte, ist nicht mehr alles hier. Vieles hat die Schwester. Und gerade hier habe ich wieder, wo ich das zusammengestellt habe und habe einige Kästen aufgemacht, die ich noch gar nicht gesehen habe. Okay. Ja. Ein Teil habe ich eingescannt, weil ich das gerne digital haben möchte. Aber dadurch, dass wir eben im Betrieb immer noch, meine Frau und ich jetzt alleine, und wir arbeiten auch seit am Sonntag immer noch einen halben Tag für den Betrieb, wann komme ich dazu, um so einen Schatz da. Ja, man muss es ja dann auch noch ein bisschen nachbearbeiten, das Licht muss stimmen. Und da fehlt eben die Zeit. Und diese Zeit hat sich Staatssekretär Dr. Gunnar Schellenberger genommen. Im Kunstmuseum schilderte Huke Junior sein Anliegen und schnell war ein Ort für die Ausstellung gefunden. Herr Huke war letztes Jahr bei mir und hat gesagt, ich sollte mir mal sein ganzes Material anschauen. Und da bin ich natürlich zu ihm nach Hause gefahren und war wirklich überwältigt, wie viele Bilder von ihm und seinem Vater im Repertoire sind. Und wir sind natürlich dann relativ schnell auf die Idee gekommen, dass wir nach Ausstellungsräumen suchen, wo wir unsere Region mal präsentieren können. Und was bietet sich mehr an als der Landtag? Und so kam es eben relativ schnell zu dieser Idee. Und wir haben im Landtag nachgefragt in der CDU-Fraktion und haben dann hier wunderschöne Ausstellungsmöglichkeit gefunden über zwei Etagen, sodass wir das in den Griff gekriegt haben, dass wir hier diese Ausstellung heute zeigen können. Und ich denke mal, für mindestens zwei Monate ist sie sichtbar, sodass also die Besucher, die Interesse haben, sich hier mal über unsere Region und über die Malerei von Herrn Huke Junior und Senior informieren können. Von der Vergangenheit in die Gegenwart. Einen besseren Titel hätte man für diese Ausstellung wohl nicht finden können. Huke Junior liegt es sehr am Herzen, dass die Bilder nicht in Vergessenheit geraten. So sind die Werke auch käuflich zu erwerben. Erstmal sind wir ja im Telefonbuch erreichbar, dass sie uns anrufen können. Viele wissen das auch, vor allen Dingen Firmen, mit denen ich immer zusammengearbeitet habe. Und ich selber habe ja viel auch von meinen Bildern schon verkauft. Und wenn Leute, es muss ja nicht das Bild sein, was hier hängt. Wenn sie jetzt andere Interessen haben, sagen, ich hätte das gerne. So war das eine Zeit lang. Der Bürgermeister von Breitenhagen und immer so weiter. Die haben sowas oder der Landrat bestellt als Repräsentationsgeschenke. Ja.
Und viele Firmen damals, die haben Mania noch, die haben viel mitgenommen und habe ich gemalt. Und da sind so auch einige Bilder bis nach China runtergegangen, nach Polen gegangen. Selbst in der Schweiz ist was. Eine Reise durch die Heimat- und Regionalgeschichte, die auch bei den bisherigen Gästen Eindruck hinterlassen hat. Die Ausstellung im Magdeburger Landtag mit Bildern von Heinrich Huke Junior und Heinrich Huke Senior auf jeden Fall einen Besuch wert. Und damit kommen wir jetzt zu den aktuellen Kurzmeldungen. Unter anderem gibt es Bauarbeiten auf dem Westfriedhof. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Auf dem Westfriedhof in Schönebeck haben die Bauarbeiten zur Erweiterung der Gemeinschaftsanlage für Urnenwahlgrabstätten begonnen. Es werden im Bauabschnitt ca. 270 neue Grabstätten angelegt. Ziel ist es, dieses ansprechende und gut angenommene Grabstättenangebot für die Nutzer der Schönebecker Friedhöfe weiter anbieten zu können und durch die Überarbeitung der Fläche des Westfriedhofes eine ansprechende Umgestaltung zu erreichen. Die Stadt Schönebeck bittet in diesem Zusammenhang um Verständnis für die Beeinträchtigungen während der Bauarbeiten. Gesunde Haltung durch Bewegung. Wer die Übungen aus diesem Kurs in den Alltag integriert, kann sich fit halten und Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems und des Skelett- und Muskelsystems vorbeugen. Teilnehmer lernen, sich nach einer aktiven Phase wieder zu entspannen. Der Kurs beginnt am Dienstag, den 25. Februar um 16 Uhr. Anmeldungen online unter kvhs.salzankreis.de oder direkt in der Geschäftsstelle Tischlerstraße 13a. Informationen zum Kursangebot gibt es auch telefonisch unter 03471 68 46 24 11 0. Die berufsbildenden Schulen in Schönebeck laden am Mittwoch, den 26. Februar 2020, interessierte Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern von 14 Uhr bis 17 Uhr zu einem Informationstag ein. Bei der Veranstaltung können Interessenten unter anderem mehr über die angebotenen Ausbildungswege zum Erzieher, Sozialassistenten oder Kinderpfleger und über die Fachoberschule Gesundheit und Soziales erfahren. Am Montag, den 17. Februar, beginnt um 19.15 Uhr wieder ein Kurs Tai Chi. Der Wasserstil Tai Chi ist eine chinesische Bewegungskunst mit jahrhundertealter Tradition. Sie stärkt die verschiedenen körperlichen und geistigen Aspekte des Lebens. Mit dem Erlernen der Bewegungen werden die allgemeinen Fähigkeiten wie Konzentration, Beweglichkeit des Körpers, Koordination, Gleichgewicht, Stressabbau und Raumwahrnehmung verbessert. Anmeldungen online unter kvhs.salzankreis.de oder direkt in der Geschäftsstelle Tischlerstraße 13. Informationen zum Kursangebot gibt es auch telefonisch unter 03471 68 46 24 11 0. Auch im Jahr 2019 hat die Stadtbibliothek Schönebeck einen positiven Bescheid für den Erhalt von 10.000 Euro Landesfördermittel für den Kauf neuer Medien erhalten. Es wurden bereits neue Bücher und DVDs für alle Alters- und Interessengruppen in den Bestand der Bücherei aufgenommen. Bis zum Jahresende folgen weitere Hörbücher, Spiele und Ratgeber. Zudem bietet die Stadtbibliothek weiterhin fleißig Programme und Veranstaltungen sowie eine Online-Ausleihe für E-Books und Hörbücher an. Auch im neuen Jahr ist die Stadtbibliothek zu den gewohnten Öffnungszeiten am Stadtfeld 40 für Sie da. In der Straße am Malzmühlenfeld kommt es im Zeitraum vom 20. Januar bis voraussichtlich Ende Februar zu erheblichen Einschränkungen des Verkehrs. Grund dafür ist das Verlegen neuer Strom- und Fernwärmeleitungen auf Höhe der Einmündung zur Otto-Kohle-Straße. Es wird um Verständnis und Beachtung gebeten. Die Bauarbeiten am Elbtor in der Altstadt Schönebecks im Rahmen der Beseitigung der Hochwasserschäden setzen sich noch bis voraussichtlich zum 24. Februar 2020 fort, sodass aus Richtung der Baderstraße an der Einmündung zum Elbtor der Straßenverkehr voll gesperrt bleiben muss. Aus der Grabenstraße kommend kann jedoch in die Müllerstraße abgebogen werden. Es wird um Verständnis und Beachtung gebeten. Am vergangenen Samstag konnte die erste Männermannschaft der Union 1861 Schönebeck einen perfekten Sieg feiern. Mit 8:0 setzten sie sich im Achtelfinale des Landespokals gegen den KC Lokomotive Köthen durch und zogen somit mit einem neuen Mannschaftsbahnrekord ins Viertelfinale ein. Auch die vierte Männermannschaft konnte an diesem Tag eine zunächst verloren geglaubte Partie gegen den SV Salzland Staßfurt 3 siegreich gestalten.
Mit knappen 1932 zu 1910 entschieden die Schönebecker das Spiel für sich. Auch bei den Kreiseinzelmannschaften der Jugend war Schönebeck erfolgreich. Gleich 7 Medaillen holten Schönebecks Jugendspieler nach Hause und sicherten sich so 4 Startplätze bei den Landesmeisterschaften im Mai. Die Komödie Am Prinzesschen in Barbie erlebt im Sommer 2020 ihre nun 7. Auflage. Das Stück Funny Money von Ray Cooney und die Aufführungstermine stehen fest und der Kartenvorverkauf hat nun begonnen. Eine spannende Geschichte mit Irrungen und Wirrungen wartet im August diesen Jahres im idyllischen Schlosspark in Barbie auf Sie. Karten erhalten Sie ab sofort bei Lotto Krappes in Barbie, bei Lotto Haupt in Kalbe, bei Lotto Ernst in Groß-Rosenburg und den beiden Schönebecker Stadtinformationen. Ebenfalls können Sie Ihre Karten online unter www.resavix.de reservieren. Die nächste Fischerprüfung des Salzlandkreises findet am 21. März 2020 um 9 Uhr in der Förderschule Otto Dorn in der Seegasse 42 in Bernburg statt. Die künftigen Angler können sich ab sofort online unter www.fischerprüfung.salzlandkreis.de zur Prüfung anmelden. Die Anmeldefrist läuft bis einschließlich dem 24. Februar diesen Jahres und die Prüfungsgebühr von 56 Euro für Erwachsene und 28 Euro für Jugendliche wird im Anschluss an den Salzlandkreis überwiesen. Anmeldungen sind auch weiterhin im Landratsamt am Karlsplatz 37 in Bernburg persönlich möglich. Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch führt seine nächste Bürgersprechstunde in seinem Dienstzimmer 205 am 11. Februar 2020 von 12.30 Uhr bis 17 Uhr im Rathaus durch. Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, ins Rathaus zu kommen und dem Oberbürgermeister ihre Fragen, Probleme, Kritiken und Hinweise im persönlichen Gespräch vorzutragen. Persönliche Termine können nicht vergeben werden. Es kann gegebenenfalls zu Wartezeiten kommen. Die Edeka Minden Hannover veranstalten 2020 ein großes Jugendfußballturnier für D-Junioren, für das ihr euch ab jetzt unverbindlich online anmelden könnt. Über regionale Vorrundenspiele habt ihr und euer Team die Möglichkeit, euch bis ins große Finale im Hannoveraner Eilenriedenstadion zu spielen. Guter Fußball, tolle Preise und jede Menge Action sind garantiert. Als Highlight zum Abschluss wartet ein Länderspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden auf die Teilnehmer. Alle Informationen zur Teilnahme findet ihr unter www.edeka.de/jahrhundertturnier. Am Donnerstag, dem 26. März 2020, finden wieder bundesweit der Girls' Day und der Boys' Day statt. An diesem Tag laden Unternehmen und Einrichtungen Schülerinnen sowie Schüler der Klassenstufen 5 bis 10 ein, um Berufe für sich zu entdecken und einen Arbeitstag mitzuerleben. Dies dient vor allem auch dazu, neue Perspektiven für die berufliche Laufbahn zuzulassen und damit ebenfalls geschlechtsuntypische Berufe einzubeziehen. Wer sich in der Schönebecker Stadtverwaltung einschließlich ihrer Einrichtung einen ersten Eindruck über die hiesige Arbeitswelt verschaffen möchte, der kann sich bei der hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten Andrea Alsuro-Lopez melden. Die nächste Jägerprüfung im Salzlandkreis findet in der Zeit von 17. bis 18. April 2020 statt. Die Prüfung setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: jagdliches Schießen, einer schriftlichen Prüfung und einer mündlichen praktischen Prüfung. Anträge auf Zulassung zur Prüfung der einheimischen Prüflinge können am 18. Februar 2020 von 9 bis 12 Uhr gestellt werden, sowie die Jagdschulen am 18.02.2020 von 14 bis 18 Uhr. Die Anmeldung findet beim Salzlandkreis in Bernburg, Karlsplatz 37, Untere Jagdbehörde, Zimmer 108 statt. Die Jägerprüfung ist auf eine Teilnahmezahl von 35 Prüflingen beschränkt. Sollte es noch Kapazitäten geben, gibt es am 20. Februar 2020 in der Zeit von 9 bis 12 Uhr die Möglichkeit, sich anzumelden. Zur persönlichen Anmeldung ist eine Prüfungsgebühr von 250 Euro zu entrichten und eine Haftpflichtversicherung für den Waffengebrauch vorzuweisen. Nähere Informationen können unter der Telefonnummer 03471 684 1375 erfragt werden. Die Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt GmbH ist auf der Suche nach dem ältesten Kühl- und Gefriergerät des Landes. Im Rahmen der Aktion Jetzt eiskalt tauschen soll das nachweislich älteste noch in Betrieb befindliche Gerät in Sachsen-Anhalt durch ein gleichartiges, hochenergieeffizientes Neugerät ersetzt werden. So will die Agentur Energieeffizienz und Klimaschutz ganz praktisch und erlebbar für die Menschen im Land machen. Und wer weiß, vielleicht befindet sich das älteste Kühl- und Gefriergerät sogar in Schönebeck. Entsprechende Postkarten zur Teilnahme werden ab sofort im Foyer des Schönebecker Rathauses öffentlich ausgelegt.
Alle Informationen zur Kampagne erhält man unter www.lena.sachsen-anhalt.de. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Während sich viele schon auf den Sommer und die damit verbundenen kurzen Hosen und luftigen Kleider freuen, wurden aktuell die Fashion-Trends für den Herbst und Winter bekannt gegeben. Darunter auch ein aktueller Trend der 70er. Sie sind wieder da. Die 70er bringen Braun, Orange und Gelbtöne zurück in die Kleiderschränke. Zugleich spielen Designer mit futuristischen Farben und auch Oversize ist nicht mehr wegzudenken. Noch bevor in diesem Jahr die großen Fashion Weeks in London, New York und Paris starten, wird hier auf der Gallery Fashion in Düsseldorf schon mal klargemacht, welche Must-Haves im kommenden Herbst und Winter nicht fehlen dürfen. Was die Damen angeht, gerne ein Maxi-Kleid, gerne ein Midi-Rock, der aus Strick ist und auch gerne ein Cardigan. Der Cardigan erlebt einen riesen Revival nächsten Winter und ist auch sehr figurformend teilweise. Den braucht man auf jeden Fall im Kleiderschrank. Und für die Herren würde ich sagen, werden die Hosenformen wieder etwas weiter. Also die Baggy-Pant der 90er Jahre kann wieder so ein bisschen ausgegraben werden, wobei auch in einer modifizierten, sehr, sehr neuen Richtung. Das ist auf jeden Fall ein Must-Have. Auch das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt die Modebranche immer mehr. Jungdesignerin Laura Kretek setzt auf Upcycling, inspiriert von Science Fiction. Dafür nutzt sie ausgediente Einwegmaterialien, wie etwa für dieses Kleid aus alten Kabelbindern. Auch Fahrradschläuche und andere Materialien erlauben ihr, die Aufmerksamkeit mit neuen Looks auf das Thema zu lenken. Es muss auf jeden Fall was passieren und ich bin zwar sehr experimentell, was auf dem ersten Blick nicht tragbar ist, aber ich sehe mich auch eher als als Denkanstoß. Also wenn Leute meine Modelle betrachten, sollen sie eben anfangen nachzudenken und denken, oh krass, so viel Müll entsteht eigentlich und man kann tatsächlich ein ganzes Kleid noch daraus machen. Caroline Raff denkt gleich ganz um die Ecke. Die Textildesignerin entwickelt ein Material aus Algen, das komplett wieder in den biologischen Kreislauf zurückgeführt werden kann. Gefärbt wird mit natürlichen Farbstoffen wie etwa Kurkuma oder Henna. Aus dem Biopolymer entstehen zum Beispiel Pailletten. Sicher ein mutiger Schritt, sich dem klassischen Textildesign abzuwenden, doch heute bekommt die experimentierfreudige Stuttgarterin sogar Anfragen aus Paris. Mut beweist auch Stefane Bonuto. Der Geschäftsmann trägt öffentlich Rock, Bluse und Absatzschuhe, nicht um zu provozieren, sondern schlicht, weil es ihm gefällt. Ausgezeichnet mit dem VDMD Fashion Plug Award 2020 setzt er gemeinsam mit der Gallery Fashion ein Zeichen für mehr Toleranz, nicht nur in der Welt der Mode. Das also ein kleiner Blick auf die Trends also in den kommenden Monaten. Damit geben wir erst einmal ab in die Werbung und sind gleich wieder für Sie da. Qualität, die sich bewährt. Die Fleischerei Berner aus Schönebeck setzt seit vielen Jahren höchste Ansprüche an die Herstellung und den Verkauf frischer Fleisch- und Wurstwaren. Die Angebote in dieser Woche: Schwartenwurst 100 Gramm zu 80 Cent, Schweineleber das Kilo zu 2,99 Euro, Nacken ohne Knochen 100 Gramm zu 75 Cent und gebrühte Schmorwurst 100 Gramm zu 60 Cent. Aufgepasst, bei uns ist jeden Donnerstag Hausschlachtetag. Und für einen noch bequemeren Einkauf können Sie bei uns ab sofort auch mit Ihrer EC-Karte zahlen. Auch mobil sind wir mit unserem Wagen unterwegs. Ob Brumby, Güsten, Förderstedt oder Stassfurt, besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich von unserer Qualität. Ihre Fleischerei Bernau aus Schönebeck. Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Musik.
Die Fleischerei Brinkmann in Alfrose erstrahlt nach dem Umbau in neuem Glanz. In der Fleisch- und Wursttheke finden Sie nicht nur das passende Grillfleisch, sondern auch alles von Spießen über Wurst bis hin zu leckeren Salaten. Der Platten- und Buffet-Service ist umfangreich, ansprechend gestaltet und ein wahrer Genuss für große und kleine Anlässe. Gemütlich wird es in der neu gestalteten Imbissecke. Genießen Sie Soljanka oder Schnitzel frisch zubereitet direkt vor Ort. Qualität und immer freundliche Beratung. Fleischerei Brinkmann, weil es nicht wurscht ist, wo man Wurst isst. Unübersichtlich und kompliziert war gestern. Dank unseres Kundenportals MeinSWS sind Sie immer aktuell über Preise, Zählerstände und Veränderungen informiert. Sie möchten Ihre monatlichen Abschläge anpassen, persönliche Daten ändern? Dann besuchen Sie uns jetzt online per Smartphone, Tablet oder PC, bequem von zu Hause oder unterwegs. Natürlich sind wir auch weiterhin für alle Fragen und Anregungen im Stadtwerkehaus für Sie da. Ihre Stadtwerke Schönebeck. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Installationsprobleme oder ein Virus zerstört Ihre Festplatte? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Computerservice Bernd Jungnickel. Ab sofort in der Republikstraße 35 in Schönebeck. Ihr regionales Fernsehen können Sie jetzt auch in HD im neuen Lokal-TV-Portal HD empfangen. Hierzu benötigen Sie ein HBBTV-fähiges Fernsehgerät mit integriertem Satellitentuner oder einen externen HBBTV-fähigen Satellitenreceiver. Verbinden Sie Ihr Empfangsgerät per LAN-Kabel oder WLAN mit dem Internet und schalten Sie auf das Lokal-TV-Portal. Sollten Sie das Portal noch nicht in Ihrer Sendeliste haben, dann führen Sie einen manuellen Sendesuchlauf durch. Das Portal finden Sie auf der Frequenz 11.552 MHz unter der Sendekennung Lokal-TV-Portal HD. Sowie die Infotafel des Lokal-TV-Portal auf Ihrem Fernsehbildschirm zu sehen ist, sollte das Portal automatisch starten. Wenn die Menüauswahl bei Ihnen nicht erscheint, drücken Sie die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung. Jetzt brauchen Sie nur noch das Bundesland und Ihren regionalen Sender auswählen. Mit der OK-Taste starten Sie das Programm. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Internetseiten. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, zum Regionalmagazin heute am Freitag, den 21. Januar. Unser aktuelles Medium der Woche war die Schlager-Champions 2020 und zahlreiche von Ihnen haben mitgemacht. Ich gratuliere jetzt den unten eingeblendeten Gewinnern. Ihr Gewinn wartet dann ab Montag hier in der Bahnhofstraße 5 auf Sie. Und weil eben so viele von Ihnen mitgemacht haben, wird es diese CD auch in der kommenden Woche geben. Für alle, die jetzt erst einschalten, hier nochmal der Tipp. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Florian Silbereisen rollt auch 2020 den roten Teppich aus. Schlager Champions 2020, das große Fest der Besten, gibt es auch in diesem Jahr als Originalalbum zur Sendung. Mit dabei sind in diesem Jahr Songs von Helene Fischer, Kerstin Ott, Giovanni Zarella und Maite Kelly. Ich nehm dich heute
Der perfekte Start ins neue Schlagerjahr 2020 sowie ein spannender Rückblick auf die Highlights des letzten Jahres. Garantiert hitverdächtig. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. Nutzen also auch Sie Ihre Chance dann ab Montag hier im Elbe-Kanal. Und damit kommen wir jetzt zu den aktuellen Veranstaltungshinweisen. Neben dem Rosenmontagsumzug in Ranis warten auch zahlreiche interessante Veranstaltungen in der Bibliothek auf Sie. Das Werk 2 in Biere lädt ab Januar 2020 jeden Samstag zur Disco ein. Ab 20 Uhr präsentieren verschiedene DJs Musik für Jung und Junggebliebene. Ein Shuttlebus fährt die Besucher im Umkreis von 15 Kilometern kostenfrei nach Hause. Der CDU-Stadtverband Schönebeck lädt am Samstag, dem 1. Februar 2020, herzlich zur traditionellen Glühweinwanderung um 10.30 Uhr ein. Treffpunkt ist der Flugplatz Sackmünde, wovon aus gemeinsam zum Ringheiligtum gewandert wird. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Es ist wieder Lichtmess. Am Sonntag, den 2. Februar, laden der Salzlandkreis und der Glinder Lichtmessverein ab 11 Uhr ins Ringheiligtum ein. Kulinarisches Speedy-Manufaktur Deli & Cat und Tourist-Event Lammel aus Schönebeck. Ab 11.30 Uhr können Besucher an der Sonderführung teilnehmen. Um 14 Uhr startet dann in Gelinde der bekannte Lichtmessumzug, zu dem der Lichtmessverein ebenfalls herzlich einlädt. Der Eintritt in das Ringheiligtum Pömmelte ist frei. Die Teilnahme an der Sonderführung kostet 3,50 Euro. Die Sonderausstellung Werner Tübke und der Schönebecker Kreis wird bis zum 2. Februar 2020 verlängert. Sie befasst sich mit dem gebürtigen Schönebecker Werner Tübke und weiteren Schönebecker Größen wie Katharina Heise, Hans Oldenburger, Christoph Krüger und Ewald Blankenburg. Die Ausstellung kann zu den regulären Öffnungszeiten des Museums besucht werden. Der Behindertenbeauftragte des Salzlandkreises, Thorsten Sielmohn, wird am Freitag, den 7. Februar, seinen ersten Sprechtag des Jahres in der Barbier-Elbe-Saale-Klinik auf der Schlossstraße 42 durchführen. Von 10 bis 12 Uhr berät er im ärztlichen Konferenzraum behinderte Menschen und deren Angehörige. Der Behindertenbeauftragte ist erreichbar für Rückfrage und Auskünfte unter E-Mail thorsten.sielmohn@t-online.de oder in dringenden Fällen telefonisch unter 0173 89 10 96 4. Der Heimatverein Plötzky Ostelbien e.V. führt am Mittwoch, den 12. Februar 2020, seinen ersten Themenabend im neuen Jahr durch. Die Veranstaltung steht unter der Überschrift Russische Impressionen – 4 Wochen im größten Land der Welt. Angelika Neumann wird mit interessanten Fotos und kurzen Videosequenzen von ihrem 4-wöchigen Aufenthalt in Russland berichten. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Bürgerhaus Plötzky in der Albert-Schweitzer Straße 6. Der Eintritt ist kostenfrei. Der Felgeleber Karneval Club lädt am Samstag, den 15. Februar 2020, zu seiner Abendveranstaltung in den Braunen Hirsch ein. Beginn der Veranstaltung ist um 19.19 Uhr in der Salzstraße 6 in Schönebeck-Grünwalde. Der Eintritt pro Person liegt bei 18 Euro. Am darauffolgenden Sonntag, den 16. Februar, lädt der FCC dann zu seiner Nachmittagveranstaltung mit anschließendem Tanz in den Braunen Hirsch ein. Beginn ist um 14.30 Uhr bei einer Tasse Kaffee und Kuchen. Das Programm beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt liegt bei ebenfalls 18 Euro pro Person und beinhaltet 2 Tassen Kaffee und ein Stück Kuchen. Karten für beide Events können ab sofort per E-Mail vorbestellt werden. Am Sonntag, den 23. Februar 2020, heißt es wieder Ranis Hellau. Die kleine Elbgemeinde lädt ab 14 Uhr zum 66. Rosenmontagsumzug ein. Mit insgesamt 25 Themenwagen ist für alle Altersklassen etwas dabei. Der Eintritt kostet pro Nase 3 Euro. In der Stadtbibliothek Schönebeck gibt es eine neue Ausstellung. Unter dem Titel Seelenhunde präsentiert Mandy Möbis ihre Werke.
Die Outdoor-Hundefotografin legt dabei ein besonderes Augenmerk darauf, die Tiere in einer natürlichen Umgebung zu fotografieren. Die Ausstellung ist in den Räumlichkeiten am Stadtfeld 40 zu den Öffnungszeiten der Stadtbibliothek zu sehen. Bis zum 1. März 2020 hält die Sonderausstellung Barbie-Puppen zwischen Alltag und Glamour Einzug in das Salzlandmuseum in Bad Salzelmen. Mit ihrer Barbie-Puppensammlung, die über 18.000 Exemplare fasst, steht die Düsseldorferin Bettina Dorfmann im Guinness-Buch der Rekorde. Etwa 300 Exponate werden in der Schau im Salzlandmuseum zu sehen sein. Besonders die Berufs- und Lebenswelt der Frau von 1960 bis heute werden bildhaft in Szene gesetzt. Die Ausstellung kann zu den regulären Öffnungszeiten des Museums besucht werden. Assinbati, die Felsen am Horizont. So nannten die indianischen Ureinwohner die weithin sichtbaren Berge Westkanadas. Bis heute sind die schroffen Gebirge ein einzigartiges Naturparadies geblieben. Unsere Reise führt nach Vancouver Island und die Nationalparks der kanadischen Rocky Mountains. Lassen Sie sich entführen in den spektakulären Westen Kanadas und entdecken Sie auf einer spannenden Reise das Geheimnis der Felsen am Horizont. Die Multivisionsshow Kanada von Heike Setzermann und Dirk Vorwerk beginnt am Dienstag, den 10. März 2020 um 19 Uhr in der Stadtbibliothek Schönebeck. Der Eintritt kostet 8 Euro. Weitere Informationen unter www.earthsecrets.de. Am Samstag, den 14. März 2020, kommt die Kultband Karussell mit ihrem neuen Album Erdenwind in den Dr. Tollberg Saal in Schönebeck. Im Rahmen ihres aktuellen Programms spielt die Band um Joe Raschke, Reinhard Huth und Jan Kirsten poetische Songs ihres nun 9. Studioalbums sowie ihre größten Hits. Karussell überzeugt auf der Bühne mit ehrlicher, handgemachter Musik und begegnet dem Publikum hautnah. Einlass ist am 14. März um 19 Uhr und Beginn der Veranstaltung um 20 Uhr. Karten für das Konzert gibt es ab sofort bei Schönebecks Touristeninformation. Rückfragen werden gerne telefonisch entgegengenommen. Und bevor es hier mit dem Neujahrsempfang der Stadt Schönebeck und der Stadtwerke Schönebeck weitergeht, werfen wir jetzt einen Blick auf die Wetteraussichten für die Tage Samstag bis Montag. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Wir begrüßen Sie recht herzlich zur Wettervorschau für die kommenden drei Tage. Das Wochenende beginnt am Samstag bedeckt. Temperaturen bleiben zwischen 12 und 9 Grad. Tagsüber lässt sich die Sonne kaum blicken. Es kommt zu leichten Böen. Am Sonntag verhält sich das Wetter ähnlich wie zum Samstag. Der Himmel bleibt tagsüber bedeckt. Das Niederschlagsrisiko liegt bei 90%. Temperaturen bleiben zwischen 9 und 6 Grad. Zum Wochenbeginn wird es etwas regnerisch. Mit leichtem Regen starten wir in den Montag. Die Maximalwerte liegen zwischen 10 und 7 Grad. Es kommt zu leichten Böen. Das Team des Elbe-Kanals wünscht Ihnen einen guten Start ins Wochenende. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Im Januar laden die Stadt Schönebeck und auch die Stadtwerke Schönebeck zahlreiche Gäste in den Dr. Tollberg-Saal, um gemeinsam den Neujahrsempfang zu feiern. Auch in diesem Jahr war es am 25. Januar soweit, gemeinsam mit der Vergabe des Rathauspreises. Die Stadt Schönebeck und die Stadtwerke Schönebeck GmbH begrüßten am 25. Januar zahlreiche Gäste zum Neujahrsempfang im Dr. Tollberg-Saal. Nachdem die Stadtratsvorsitzende Cornelia Ribbentrop einige einleitende Worte fand, wurde die Veranstaltung von der Kammerphilharmonie offiziell eröffnet. Thank you.
Sehr geehrte Damen und Herren, gestatten Sie mir eine kurze Vorstellung meiner Person. Mein Name ist Cornelia Ribbentrop und ich bin auf der konstituierenden Sitzung des neuen Stadtrates im Juli des vergangenen Jahres zur Vorsitzenden gewählt worden. Erstmals führt eine Frau das höchste politische Gremium, ein Novum in der bisherigen Stadtgeschichte Schönebecks, eine kleine Besonderheit, wenn man so will, doch bei weitem nicht die einzige Besonderheit unserer Stadt. Es ist schön in Schönebeck und wir haben sowohl kulturell als auch wirtschaftlich, sportlich und landschaftlich einiges zu bieten. Denken wir nur an die eben gehörte Mitteldeutsche Kammerphilharmonie, das Salzlandmuseum, den Solepark als Leuchttürme des Tourismus. Besonders ist unser Solequell, unser Gradierwerk, unser Hausberg als jährlichem Austragungsort für das größte deutsche Operettenfestival samt Tierpark. Wir haben einen umtriebigen Wirtschaftsrat, der im vergangenen Jahr den Tag der offenen Unternehmen ins Leben gerufen und wahrhaft großartig mit Leben erfüllt hat. Eine ganz spezielle und besondere Möglichkeit, hinter die Kulissen unserer heimischen Firmen zu schauen. Ich freue mich schon sehr auf die Wiederauflage. Ich möchte an dieser Stelle, obwohl ein Grußwort zum neuen Jahr positive Rückblende und Vorschau sein sollte, auch zu einem negativen Thema Stellung beziehen. Leider ist das gegenwärtige Auftreten und Verhalten der Geschäftsleitung der Amios-Kliniken, welches sich nicht hinter den Kulissen, sondern vor aller Augen abspielt, sehr befremdlich.
die Androhung von Standortschließungen, Einschüchterungen und Kündigungen wegen respektlosem Verhalten sowie der Versuch, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Wahrnehmung ihres Grundrechts auf Streik abzuhalten, haben in einem Tarifstreit keinen Platz. Mit jedem Tag, an dem Ameos ihre unsägliche Geschäftspolitik fortführt und den Scherbenhaufen weiter anwachsen lässt, schwindet die Chance auf eine zukunftssichere Krankenversorgung mit diesem Unternehmen auch hier vor Ort. Das können wir, sehr geehrte Damen und Herren, auch wenn es, wie es immer so schön heißt, nicht in unsere Zuständigkeit fällt, nicht kommentarlos hinnehmen. Dessen ungeachtet, es ist schön in Schönebeck und wir haben viel Potenzial. Insbesondere die Lage an der Elbe und die reizvolle ostelbische Seite unserer Stadt bergen eine Vielzahl von Möglichkeiten, die es weiter zu fördern und zu nutzen gilt. Mit Solekap und Dreibrückenlauf haben unsere Sportler weithin beachtete Großveranstaltungen etabliert und auch sonst durch vielfache herausragende Leistungen Schönebecks Ruf als Sportstadt alle Ehre gemacht. Umso mehr freut es mich, dass im vergangenen Oktober endlich der lang erwartete Kunstrasenplatz in der Barbarastraße eingeweiht und übergeben werden konnte. Und wir haben, was mich außerordentlich stolz macht, ein starkes Ehrenamt. An dieser Stelle möchte ich mich, denn das kann gar nicht oft genug hervorgehoben werden, ganz herzlich bei allen ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt bedanken. Herzlichen Dank den Feuerwehrleuten unserer Wehren, die rund um die Uhr bereit sind, für uns auszurücken. Herzlichen Dank den grünen Damen, den Kursleitern in den Sportvereinen, den Leseomas und Kleingärtnern. Sie sollen stellvertretend für die Vielzahl der Aktiven hier in Schönebeck genannt sein. Ihnen allen, die im Kleinen wie im Großen für das Miteinander, den Erhalt und die Zukunft unserer Stadt tätig sind, gilt meine Hochachtung. Es ist schön in Schönebeck und wir haben, trotz des einen oder anderen Makels, allen Grund, stolz zu sein. Im vergangenen Jahr konnten, um nur drei kleine Beispiele zu nennen, dank des großartigen Echos auf das Motto des Soleparks 20 Jahre, 20 Bäume, gut 50 neue Bäume im Kurpark gepflanzt werden. Ebenfalls durch bürgerliches Engagement gelang es, neue Pflanzungen auf der Salineinsel anzulegen. Auch wurde der Weg für eine neue Bestuhlung der Naturbühne auf dem Bierer Berg bereitet. Nun, und wenn auch der Umbau des Feuerwehrhauses in Salzelm noch immer nicht begonnen werden konnte, und wenn auch noch immer keine optimale Lösung für die Schönebecker Schwimmstätten gefunden ist, lassen Sie uns weiterhin miteinander, füreinander tätig sein, um die anstehenden Aufgaben zu bewältigen. Denn wir haben viel vor. Besser geht's gemeinsam. Ehe ich nun den Geschäftsführer der Stadtwerke Schönebeck, Herrn Husemann, und den Oberbürgermeister, Herrn Knoblauch, an das Pult bitte, möchte ich die Gelegenheit noch nutzen, Ihnen und Ihren Familien ein friedvolles und glückreiches neues Jahr zu wünschen. Bleiben Sie gesund und haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Oberbürgermeister, liebe Frau Ribbentrop, sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr geehrter Herr Landrat, sehr geehrte Bürgermeister aus den umliegenden Städten und Gemeinden und auch aus Garbsen, wie wir wieder feststellen können, erfreut. Sehr geehrte Damen und Herren, ich weiß, auch Frau Ribbentrop hat es erwähnt, wir sind spät dran und das in mehrfacher Hinsicht. Und gerade weil das so ist,
und manche von Ihnen schon einige Neujahrsempfänge in den Kleidern, den einen oder anderen sieht man es auch an, in den Kleidern haben, begrüße ich Sie, aber den einen oder anderen, das bedeutet 0,00, wir haben einen Mathematiker da, also Sie müssen sich nicht persönlich angesprochen fühlen. Begrüße ich Sie herzlich zum gemeinsamen Neujahrsempfang der Stadtwerke Schönebeck und der Stadt und danke Ihnen für Ihr zahlreiches Erscheinen. Ich hoffe auch, Sie hatten einen guten Start in das Jahr 2020, in dem, wie wir alle wissen, nicht das neue Jahrzehnt beginnt, da die Dekade immer mit der Null endet. Gleichwohl begann das Jahr, wie das alte endete, turbulent, aufgeheizt und das nicht nur in Australien, sondern auch hier bei uns. Und mit vielen Ereignissen, die uns eher beunruhigen als Zuversicht verbreiten. Trotzdem hoffe ich, dass Sie alles im Allem ein gutes Jahr 2019 hatten und auf eine Zeit zurückblicken können, in dem viele Ihrer Wünsche und auch Vorhaben Realität wurden. Der heutige Neujahrsempfang ist für die Stadtwerke Schönebeck etwas Besonderes, nämlich der Startschuss in unser Jubiläumsjahr 80 Jahre Stadtwerke Schönebeck. Gestatten Sie mir aus diesem Anlass, einige wichtige Meilensteine aus unserer Geschichte und damit Teil unserer Stadtgeschichte herauszugreifen. Die 40er Jahre begannen insofern hoffnungsvoll, dass am 23. Juli 1940 die Stadtwerke als Eigenbetrieb mit den Sparten Wasserversorgung sowie Strom- und Gasversorgung Salzelm, das Stadtgebiet wurde damals noch von der Tüger, damals auch aus Leipzig, beheimatet, versorgt und die Stadtwerke haben ganz, ganz klein angefangen, nur mit Niederspannungsstrom, Niederdruckgas und das nur in Salzelm. 1950 fing ganz schlecht an, mit dem 1. Januar, ein trauriger Tag, wurden nämlich die Stadtwerke Schönebeck aufgelöst. 3 Jahre später wurden die Reste dieses Stadtwerkes dann in die Energieversorgung Magdeburg eingegliedert. Das Ganze nannte sich dann Meisterbereich Schönebeck, Kalbe, Stassfurt und Zerbst. 1965 kamen die beiden großen Umspannwerke, eins sehen Sie ja noch in der Magdeburger Straße, das Herzstück unserer Stromversorgung nach wie vor, und in der Karl-Marx-Straße, heute ein kleines Schalthaus, kein großes Umspannwerk mehr, die sind 1965 in Betrieb gegangen. 1970 eine weitere Änderung, der Ingenieurbetrieb Eltverteilung Schönebeck wurde gegründet und dem damaligen VEB Energiekombinat Mitte angegliedert. 1991 im Zuge der Wiedervereinigung, da wurde dann alles anders und es tat sich die Chance auf, die 1940 gegründeten Stadtwerke wiederzubeleben. Dankenswerterweise sah der Stadtrat damals diese Entwicklung auch so positiv, wie wir das getan haben in der Gründungszeit. Und 1991 im Juni wurde die Fernwärme GmbH gegründet, als gewissermaßen erster Baustein der dann neuen Stadtwerke. 1995 wurde die Trinkwasserversorgung übernommen, im Jahre 2000 das Schönebecker Heizkraftwerk. Sie erinnern sich vielleicht an der Barbierstraße, dieser riesige Schornstein und das Kraftwerk dazu fusionierten mit den Stadtwerken. Es war ja unsere Schwester GmbH und das Blockheizkraftwerk am Schwarzen Weg nahm ebenfalls seine Tätigkeit auf. Im Mai 2000, das ist eigentlich auch gar nicht mehr lange her, 20 Jahre liegt das zurück, zogen wir in unser neues Firmengebäude ein, in die Friedrichstraße 117. 2011, am 1. Januar, übernahmen wir
das Stromnetz der Ortsteile Plötzky, Prezin und Ranis. Ich glaube, damals waren das noch keine Ortsteile, aber wie dem auch sei, heute sind es Ortsteile und heute wird auch von uns die Versorgung dort weiter betrieben. 2013 ein weiterer wichtiger Meilenstein. Die Stadtwerke übernehmen das Gasnetz und haben damit alle Sparten, die ein typisches Stadtwerk in Deutschland betreibt, in einer Hand. 2019 nochmal die Erwähnung Ranis, weil 2019, also im Vorjahr, im Herbst, die Gasversorgung in Ranis aufgenommen wurde, erstmalig, also es wurde ein neues Gasnetz gelegt, Breitbandversorgung, Glasfaser liegt in Ranis auch an. Auch das eine erstaunliche Sache, damit ist Ranis zum modernsten, das ist tatsächlich so, wir haben das mehrfach recherchiert, zum modernsten Infrastrukturdorf Deutschlands. Das ist schon recht erstaunlich im Salzlandkreis und Teil der Stadt Schönebeck. Wenn man diesen Zeitrahmen nun in aller Ruhe Revue passieren lässt, unter anderem drei Gesellschaftssysteme an einen vorbeiziehen lässt, davon zwei Diktaturen, fünf verschiedene Währungen, fragt man sich natürlich unwillkürlich, was die Zukunft wohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich bringen mag. In dieser Frage bin ich persönlich sehr zuversichtlich und optimistisch. Wenn wir entschlossen, die zweifellos, Frau Rimmtrop sprach das an, vorhandenen Probleme angehen und versuchen, dies miteinander und nicht gegeneinander zu tun, werden wir nach wie vor eine lebenswerte Stadt, ein starkes Stadtwerk und eine gute Zukunft haben. In diesem Sinne seien Sie nochmals herzlich begrüßt. Haben Sie viel Glück und Erfolg in den restlichen Tagen des Jahres 2020. Und abschließend darf ich Ihnen den Oberbürgermeister Herrn Knoblauch als nächsten Programmpunkt ansagen und Ihnen für Ihre nach wie vor geduldige Aufmerksamkeit herzlich danken. Nachdem schon eine namentliche Begrüßung erfolgt ist, erlauben Sie mir, dass ich Sie recht herzlich zu dem gemeinsamen Neujahrsempfang der Stadtwerke Schönebeck und der Stadt Schönebeck 2020 hier im Tollwerkssaal begrüße. Wir setzen mit der heutigen Veranstaltung die schöne Tradition fort, Menschen, die in unserer Stadt das Leben prägen, gestalten, repräsentieren, einmal im Jahr in einem würdigen Rahmen zusammenzuführen. Dabei werden wir niemals alle erfassen können, die es verdient hätten. So darf ich jede und jeden einzelnen von Ihnen auch als Vertreter vieler anderer Schönebeckerinnen und Schönebecker willkommen heißen und eingeladen sehen. Das sind zum Beispiel die fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Unternehmen. Dazu der Bereiche Handel, Handwerk und Gewerbe. Die selbstlosen Kameradinnen und Kameraden von Feuerwehr und Wasserwehr und alle anderen Ehrenamtlichen, die Gemeindemitglieder unserer Kirchen, unsere immerwährenden Seniorinnen und Senioren zu Hause und in den Pflegeeinrichtungen. Weiterhin unsere Kinder, Jugendlichen und die Lehrerschaft in unseren Bildungseinrichtungen. Die vielen Vereinsmitglieder der Bereiche Soziales, Kultur, Sport, das Gesundheits- und Rettungswesen und nicht zuletzt auch Sie, verehrte Stadträtinnen und Stadträte, sowie die Behörden und Verwaltungen. Verehrte Gäste, ich habe deshalb zu Beginn auch ganz bewusst das Wort zusammenführen benutzt, wobei der Schwerpunkt auf zusammen liegt. Nicht zuletzt der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier selbst war es, der in seiner Neujahrsrede von der Stärkung des Zusammenhalts in unserer Gesellschaft sprach. Und wenn er von der Gesellschaft spricht, dann ist das für unsere Stadtgesellschaft, und damit meine ich kein Wirtschaftsunternehmen. In dieser Gemeinschaft der Stadtbewohner gibt es ja eine gewisse Steigerungsmöglichkeit. Man kann von Einwohnern sprechen oder von Bürgerinnen und Bürgern.
Und wenn diese Bürgergesellschaft schließlich Menschen zusammenführt, die sich selbstbewusst als Schönebäckerinnen und Schönebäcker begreifen, nicht ohne ein Quäntchen Stolz, dann sind sie schon fast wie von selbst Teil eines großen städtischen Netzwerkes, ohne das die Fortentwicklung unserer Stadt nicht denkbar wäre. Sie alle hier, verehrte Anwesende, sind lebendiger, aktiver und verantwortungsvoller Teil genau dieses großen Netzwerkes und bringen diese Stadt Jahr für Jahr voran. Jede und jeder auf seine Weise und jede und jeder unterstützt von vielen anderen Wegbegleitern. Heute ist der Tag, Ihnen allen dafür einmal ganz herzlichen Dank zu sagen. Liebe Gäste, an einem Tag wie diesem, also zu einem Neujahrsempfang, ist wie immer Gelegenheit, sich einmal zu besinnen, innezuhalten, das alte Jahr Revue passieren zu lassen und nach vorn zu blicken. Wir stehen auf der Stelle vom Alten zum Neuen, ein fließender Prozess. Ich knüpfe insoweit an die Grußworte meiner Vorredner an, auch mit der Gefahr, vielleicht einige Sachen zu wiederholen. Ich denke jedoch, sie sind es wert, wiederholt zu werden. Wenn wir heute einmal anhalten und uns das Ergebnis, uns der Ergebnisse, Gegebenheiten und Entwicklung bewusst werden, kann man für solch einen Moment den angesehenen Schauspieler, Verzeihung, Sir Peter Ustinov zitieren, der sagte: Jetzt sind die guten alten Zeiten, nach denen wir uns in 10 Jahren einmal zurücksehen werden. Das heißt, er wollte damit keineswegs die Vergangenheit schönreden oder den Himmel der Zukunft verdüstern. Vielleicht wollte er nur sagen, dass es manchmal gut ist, sich das Gestern zu vergegenwärtigen, über das Morgen nachzudenken und vor allem auch das Heute als bewussten und lebendigen Teil unseres Lebens zu begreifen. Insofern ist es auch nicht altbacken oder gar selbstgerecht, heute zunächst einmal auf das alte Jahr zurückzublicken. Wie immer lässt einen am Jahresanfang die Recherche der Rückschau regelrecht erstaunen, was doch alles so passiert ist. Und wie immer erheben die folgenden, nur wenige von mir genannten Punkten, keine Ansprüche auf Vollständigkeit. Ich möchte hier zunächst Sie mit einigen trockenen Zahlen nicht langweilen, aber informieren, sind es jedoch wert, auch erwähnt zu werden. Was zum Beispiel die Bevölkerung angeht, so verzeichnen wir nach einem zwischenzeitlichen kleinen Plus jetzt nur noch sehr leichte Rückgänge. Hatten wir 2018 laut unserem Melderegister etwa 31.400 Einwohner, so waren es Ende 2019 rund 31.250, einschließlich unserer drei Ortschaften. Nach wie vor haben wir etwa doppelt so viele Sterbefälle wie Geburten, die etwa 250 jährlich betragen. Eine Verbesserung ist hier nur punktuell zu erkennen. In Fort- und Zuzügen sind wir jedoch mittlerweile ausgeglichen. Bei den Gewerbesteuern ist jedoch eine deutliche Verbesserung erkennbar. Während die Zahl der Unternehmen bzw. Gewerbeanmeldungen sich derzeit mit etwa 1.200 über die Jahre konstant hält, verzeichnen wir bei den Steuern einen Sprung von 7,5 Millionen noch im Jahre 2017 auf etwa 9,5 Millionen Euro in den Jahren 2018 und mit einer leichten Steigerung im Jahre 2019. Und wir wissen, dass Schönebeck auch bei den Arbeitslosenzahlen, wenn diese auch immer noch zu hoch sind, trotzdem eine relativ gute Figur macht. Denn saisonal bedingt liegen wir in den letzten Jahren mit unter 7% im Salzlandkreis regelmäßig ganz vorn, haben also fast die geringste Quote. So ist auch die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in den letzten 10 Jahren von 11.000 auf 12.000 angewachsen. Dabei ist die Zahl der Ein- und Auspendler mit gut 6.000 etwa gleich. Zuletzt noch der Schuldenstand pro Einwohner hatten wir im Jahr 2009 noch immerhin 395 Euro zu konstatieren. So liegen wir 10 Jahre später bei auf 69 gesunkenen Euro. Ein guter Wert im Vergleich mit anderen Kommunen und auch im Landesschnitt. Insgesamt, meine Damen und Herren, sind also solche Zahlen, die zuversichtlich für die Zukunft stimmen, was natürlich keineswegs bedeuten soll, dass wir uns zurücklehnen können. Wenn ich nun näher auf unsere einheimische Wirtschaft zu sprechen komme, dann war der Tag der offenen Unternehmen, wie bereits angesprochen, im September sicherlich ein sehr erfolgreicher und in bester Erinnerung bleibendes Ereignis. Viele unserer Unternehmen haben gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung und dem Immoset-Museum ein großes Schaufenster
unserer Wirtschaftskraft ermöglicht. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger haben die bereitstehenden Busse genutzt oder sind privat zu den einzelnen Standorten gefahren, um sich ein Bild über Leistungsbreite, aber auch über Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten zu machen. Das Angebot wurde sehr gut angenommen und wir wollen diesen Unternehmertag auf jeden Fall fortsetzen. An dieser Stelle möchte ich mich bei Mario Babock stellvertretend für den Wirtschaftsrat, den Wirtschaftsförderern Detlef Lorbeer und Sven Ellert, aber auch der Volksstimme für ihre Unterstützung an dieser Stelle recht herzlich bedanken. Überhaupt kann man bei unserer Wirtschaftsentwicklung von einer soliden Konstanz sprechen, von einer steigenden Konsolidierung. Schönebecker Produkte haben eine exzellente Qualität und werden in alle Kontinente dieser Erde exportiert. Wenn die ganz großen Betriebe nach der politischen Wende auch mehr oder weniger weggebrochen waren, so hat sich unser Mittelstand inzwischen weiter gefestigt und genießt weltweit guten Ruf. Gewerbliche Investitionen gab es mit der Plantan GmbH, die den Neubau eines Logistikzentrums für Agrarchemie im Industriepark West auf den Weg bringt. Mit Vitruvia GmbH nutzt den alten Hagebaumarkt in der Paulstraße ein Hightech-Unternehmen für die Sterilisierung von OP-Instrumenten. Guido Brohmann errichtete eine Kfz-Prüfstelle an der Hohendorfer Straße. Erweiterungsinvestitionen gab es beim Amias Klinikum und bei der Hempelmann Schönebeck KG mit neuer Lagerhalle. Nicht zuletzt fällt auch der Neubau des Nordmarktes am Kreisel-Tischler-Straße ins Auge. Es deutet sich auch die Neuansiedlung eines größeren Zulieferers der Automotive im Industriepark West an. Wir sind zuversichtlich, schon bald eine dreistellige Zahl neuer Arbeitsplätze in Schönebeck zu verzeichnen. Soweit zum Thema Wirtschaft. Vielleicht mache ich mit unserer kleinsten Ortschaft weiter. Herr Husemann hat es schon angesprochen, unserem Ortsteil Ranis. Durch erhebliche Investitionen von unseren Stadtwerken, dem Landkreis und der Stadt ist Ranis zu einem der modernsten Orte Deutschlands geworden. Sämtliche Infrastrukturen, einschließlich Erdgas- und Breitbandversorgung, sind dort erneuert worden, auch dank der Fördermittel aus der Hochwasserförderung. Auch wenn es etwas länger gedauert hat und schon wieder neuer Vandalismus zu verzeichnen ist, sind wir dennoch froh, auch die Welsheimer Brücke im vergangenen Jahr wieder auf Vordermann gebracht zu haben. Wenn ich unsere Stadtwerke schon positiv erwähnte, die im Übrigen auch mit der ersten E-Ladestation im Solequell aufwarten, kann ich Gutes auch über unsere städtische Wohnungsbau GmbH berichten. Denn neben ihrer intensiven Investitionstätigkeit und dem Status als Vorbildunternehmen für alternative Wohnformen in Sachsen-Anhalt wurde 2019 auch der erste Spatenstich für die neue Kindertagesstätte Schillergarten vollzogen. Doch auch unsere dritte städtisch getragene Gesellschaft, die ABS GmbH, hat gemeinsam mit ihrem Partner Veolia im vergangenen Jahr positive Schlagzeilen gemacht. Alle reden über Klimaschutz, bei uns passiert etwas. Auf unserer Kläranlage, so die aktuelle Planung, soll jetzt in Schönebeck eine moderne Anlage zur Klärschlammtrocknung als deutschlandweites Modellvorhaben entstehen, bei dem ein hochwertiger Ersatzbrennstoff für die Industrie entsteht. Zudem wurde eine Anlage zur Rückgewinnung von Phosphor durch ein weltweit einzigartiges Verfahren, was selbst entwickelt wurde, errichtet. Besonders hervorzuheben ist auch der Bau des Kunstrasenplatzes in der Barbarastraße bei Union 1861 e.V. Ein langjähriger Wunsch, der endlich mit dem Verein gemeinsam umgesetzt werden konnte und die Sportbedingungen bei uns in der Stadt weiter verbessern wird. Das Land, die Stadt, Lotto Toto und der Verein selbst haben hier hervorragende Trainings- und Wettkampfbedingungen geschaffen. Gerade mit Blick auf unsere jüngere Generation ist das, wie ich finde, ein schöner Erfolg für Schönebeck. Ein großes Vorhaben bleibt weiterhin die geförderte Komplettsanierung unserer Grundschule Käthe-Kollwitz. Hier befinden wir uns in der Ausführungsplanung und bereiten das Vergabeverfahren der Bauleistung für den März diesen Jahres vor. Wir hoffen, dass ab April dann konkret gebaut werden kann. Nicht zuletzt, verehrte Gäste, soll hier noch die gute Entwicklung unseres Städtepartnerschaftsvereins erwähnt werden. Der Verein verzeichnet einen guten Mitgliederzuwachs. Die Beziehungen zum litauischen Trakai und zur Stadt Garbsen werden intensiviert. Insoweit ist beabsichtigt, mit der Stadt Trakai in diesem Jahr aus einer Absichtserklärung eine verbriefte Städtepartnerschaft entstehen lassen zu werden. Aber dieser Verein steht nur für gute Vereins-
und Verbandsarbeit insgesamt in unserer Stadt. Der Verein Abisa an der Moskauer Straße mit seinen zahlreichen Aktivitäten, der Verein Rückenwind, der unter anderem das Programm Partnerschaft für Demokratie begleitet, oder der Plötzkyer Sport- und Kulturverein sowie der Ippower Förderverein stehen nur beispielhaft für unser lebendiges Vereinsleben, von den genannten Sportvereinen gar nicht abgesehen. Verehrte Damen und Herren, die Liste der Ereignisse des vergangenen Jahres, abermals überdurchschnittlich heißen Jahres, ist natürlich noch viel länger. Unter der Rubrik Aktuelles waren auf der städtischen Homepage etwa 650 Stadtnachrichten veröffentlicht worden. Unmöglich, hier alles beim Namen zu nennen, da bitte ich um Nachsicht. So kann ich nur stichpunktartig zum Beispiel noch die wunderbare Werner-Tübke-Ausstellung im Industrie- und Kunstmuseum Immoset oder das großartige Landesposaunenfest erwähnen. Ebenso das Brunnenfest, die Salzer Gaudi, das Musikzelt für unsere Jugend im Industriepark, die kulinarische Nacht, das Lichterfest oder das Bierer Bergfest. Feiern können wir also, wir Schönebecker. Dieser ausgesprochene Frohsinn widerspricht ein wenig den Statistiken, wonach in Schleswig-Holstein und nicht etwa im wirtschaftsstarken Baden-Württemberg oder Bayern die zufriedensten Bürger leben. In Sachsen-Anhalt allerdings die unzufriedensten. Nun ist Geselligkeit nicht unbedingt mit Zufriedenheit gleichzusetzen, aber ein wenig merkwürdig muten solche Befragungen dann doch an. Dafür haben wir in puncto Frohsinn einen schönen Erfolg zu verzeichnen, denn Dr. Andreas und Sandra Kolusche vom Felgeleber Karneval FCC sind das neue Landesprinzenpaar von Sachsen-Anhalt, auch heute hier anwesend. Da sagen wir herzlich willkommen und nochmals herzlichen Glückwunsch, liebes Landesprinzenpaar. Sie sind für uns sympathische Botschafter für die Stadt, die es bis ins Bundeskanzleramt geschafft haben. Und bevor es hier mit dem Neujahrsempfang der Stadt Schönebeck und der Stadtwerke Schönebeck weitergeht, geben wir kurz ab in die Werbung, sind dann aber gleich wieder für Sie da. Qualität, die sich bewährt. Die Fleischerei Berner aus Schönebeck setzt seit vielen Jahren höchste Ansprüche an die Herstellung und den Verkauf frischer Fleisch- und Wurstwaren. Die Angebote in dieser Woche: Schwartenwurst, 100 Gramm zu 80 Cent. Schweineleber, das Kilo zu 2,99 Euro. Nacken ohne Knochen, 100 Gramm zu 75 Cent. Und gebrühte Schmorwurst, 100 Gramm zu 60 Cent. Aufgepasst, bei uns ist jeden Donnerstag Hausschlachtetag. Und für einen noch bequemeren Einkauf können Sie bei uns ab sofort auch mit Ihrer EC-Karte zahlen. Auch mobil sind wir mit unserem Wagen unterwegs. Ob Brumby, Güsten, Förderstedt oder Stassfurt, besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich von unserer Qualität. Ihre Fleischerei Bernau aus Schönebeck. Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Die Fleischerei Brinkmann in Altfrose erstrahlt nach dem Umbau in neuem Glanz. In der Fleisch- und Wursttheke finden Sie nicht nur das passende Grillfleisch, sondern auch alles von Spießen über Wurst bis hin zu leckeren Salaten. Der Platten- und Buffet-Service ist umfangreich, ansprechend gestaltet und ein wahrer Genuss für große und kleine Anlässe. Gemütlich wird es in der neu gestalteten Imbissecke. Genießen Sie Soljanka oder Schnitzel frisch zubereitet direkt vor Ort. Qualität und immer freundliche Beratung. Fleischerei Brinkmann, weil es nicht wurscht ist, wo man Wurst isst. Unübersichtlich und kompliziert war gestern.
Dank unseres Kundenportals MeinSWS sind Sie immer aktuell über Preise, Zählerstände und Veränderungen informiert. Sie möchten Ihre monatlichen Abschläge anpassen, persönliche Daten ändern? Dann besuchen Sie uns jetzt online per Smartphone, Tablet oder PC, bequem von zu Hause oder unterwegs. Natürlich sind wir auch weiterhin für alle Fragen und Anregungen im Stadtwerkehaus für Sie da. Ihre Stadtwerke Schönebeck. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Installationsprobleme oder ein Virus zerstört Ihre Festplatte? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Computerservice Bernd Jungnickel. Ab sofort in der Republikstraße 35 in Schönebeck. Ihr regionales Fernsehen können Sie jetzt auch in HD im neuen Lokal-TV-Portal HD empfangen. Hierzu benötigen Sie ein HBBTV-fähiges Fernsehgerät mit integriertem Satellitentuner oder einen externen HBBTV-fähigen Satellitenreceiver. Verbinden Sie Ihr Empfangsgerät per LAN-Kabel oder WLAN mit dem Internet und schalten Sie auf das Lokal-TV-Portal. Sollten Sie das Portal noch nicht in Ihrer Sendeliste haben, dann führen Sie einen manuellen Sendesuchlauf durch. Das Portal finden Sie auf der Frequenz 11.552 MHz unter der Sendekennung Lokal-TV-Portal HD sowie die Infotafel des Lokal-TV-Portal auf Ihrem Fernsehbildschirm zu sehen ist, sollte das Portal automatisch starten. Wenn die Menüauswahl bei Ihnen nicht erscheint, drücken Sie die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung. Jetzt brauchen Sie nur noch das Bundesland und Ihren regionalen Sender auswählen. Mit der OK-Taste starten Sie das Programm. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Internetseiten. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Hier geht es jetzt weiter mit dem zweiten Teil vom Neujahrsempfang der Stadt Schönebeck und der Stadtwerke Schönebeck. Gesellig im allerbesten Sinne geht es auch im Sport zu. Was diesen Bereich angeht, brauchen wir uns wahrlich nicht zu verstecken. Das rege Vereinsleben, allen voran von Union 1860, aber auch Großveranstaltungen wie der beliebte Sohle-Cup, der erfolgreiche Elbbadetag oder der Schönebecker Dreibrückenlauf mit der Beteiligung unserer Freunde aus Trakai sprechen eine klare Sprache. Aber auch nachdenklich, ernsthaft und besonnen können wir in unserer Stadt sein. Dafür sprechen zum Beispiel die Woche auf den Spuren jüdischen Lebens in Schönebeck oder die beeindruckende Gedenkveranstaltung zum 30. Jahrestag des Mauerfalls und der friedvollen Revolution mit Pfarrer Ulrich Lieb, an der leider, das muss ich sagen, nur sehr wenige Stadträte teilgenommen haben. Ist denn unsere Demokratie schon selbstverständlich? Darf ich da fragen? Und die jüngste Entwicklung in Deutschland, Europa und der Welt unterstreicht diese Frage noch. Dabei will ich gar nicht unterschlagen, dass auch die Demokratie der ständigen Überprüfung, der ständigen Pflege, aber auch der kritischen Hinterfragung einzelner Entwicklungen bedarf. Nicht nur seitens der Politik, sondern seitens aller Bürgerinnen und Bürger. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch im neuen Jahr 2020 stehen wir wieder vor einer großen Aufgabe und Herausforderung und vor der Fortsetzung bereits begonnener Projekte. Natürlich beschäftigt das große Thema des geplanten Kombibades die Menschen und es ist verständlich, dass auch das alte Freibad noch viele Bürger und Stadträte bewegt. Wir haben uns im Stadtrat jedoch ganz bewusst mit einem Grundsatzbeschluss für ein neues Kombibad am Busbahnhof entschieden. Aus sicherlich guten Gründen. Momentan erwarten wir zeitnah die Fertigstellung des Businessplanes. Bis Juni soll die verbindliche Auskunft vom Finanzamt Staßfurt zum steuerlichen Querverbund erfolgen.
Danach folgt die Erörterung im Stadtrat, um zu einer Beschlussfassung und gegebenenfalls zu einer Beauftragung der Stadtwerke zu kommen. Nicht zuletzt läuft parallel aber auch unser entsprechender Fördermittelantrag. Bezüglich des Neubaus des Verwaltungsgebäudes am Markt 2 wollen wir nach dem durchgeführten Verfahren der Interessenbekundung mit mehreren Interessenten und nach der bevorstehenden Kostenprüfung bzw. Förderwürdigkeit durch das Land Sachsen-Anhalt noch in diesem Jahr die Ausschreibung für das Bauvorhaben vorbereiten und durchführen. Das ist zumindest unser Ziel. Ein großes Thema ist und bleibt unser ostelbisches Naherholungsgebiet um Plötzky und Prizin. Dessen Struktur, Status und weitere touristische Entwicklung werden wir uns intensiv widmen. Es ist wohl nicht übertrieben, hier angesichts einer sehr durchwachsenen Gemengelage mit verschiedensten Ebenen von einer wirklich großen Herausforderung zu sprechen. Wir können sie nur gemeinsam bewältigen, nicht zuletzt in enger Zusammenarbeit mit dem Salzlandkreis. Ich komme abschließend, aber keinesfalls zuletzt, noch zum vorgesehenen An- bzw. Umbau des Gerätehauses für unsere Stadtteilwehr Bad Salzelm der Freiwilligen Feuerwehr Schönebeck. Wir warten hier gerade jeden Tag auf eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtes bezüglich des Widerspruchs der Bürgerinitiative und auch des Fördermittelbescheides. Dort steht noch eine Antwort aus. Ich kann jedenfalls den Unmut des Stadtwehrleiters voll auf verstehen und ich kann nur noch einmal feststellen, wir stehen ohne Wenn und Aber in den Startlöchern und genau an diesem Standort. Liebe Gäste, mit diesem Bekenntnis möchte ich nun zum Schluss meiner Rede kommen. Ich möchte diese Neujahrsansprache nun nutzen, um allen Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt ganz herzlich Dank zu sagen. Allen jenen also, die sich kommunalpolitisch im Stadtrat, die sich als Mitarbeiter in den Unternehmen unserer einheimischen Wirtschaft, als Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr oder Wasserwehr oder überhaupt im Ehrenamt, die sich im Verein, in der Schule, in den Bereichen Kultur und Kunst, im Tourismus, im Sport engagieren. Dies gilt ebenso für jene Menschen, die in einer Kirchengemeinde, in einer sozialen Einrichtung wie der Schönebecker Tafel, im Gesundheitswesen, in den lokalen Medien, in der Verwaltung tätig sind oder auch ganz einfach zwischenmenschlich für unsere Stadt Schönebeck und ihre Menschen, also für unser Gemeinwohl, sich engagieren. Besonderen Dank möchte ich an dieser Stelle auch einmal an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Stadt, im Rathaus senden. Danke, dass ihr mit mir jeden Tag ein Stück die Welt rettet, niemals aufgebt und euch über alle Maßen einsetzt. Dank Ihnen allen, auch Ihnen allen hier im Saal. Ist Schönebeck eine lebendige Stadt mit vielen tatkräftigen, optimistischen Menschen, die sie gestalten und voranbringen. Notwendige Kontroversen in der Öffentlichkeit oder im Stadtrat gern mit eingeschlossen. Sie gehören einfach dazu. Und nun wiederhole ich mich einmal gern, und das ist alles andere als eine Gesundpredigt. Es sind Fakten. Wir Schönebecker verfügen über eine starke mittelständische Wirtschaft und über starke kommunale Unternehmen mit eigenem Profil. Wir sind Mittelpunkt von Sachsen-Anhalt. Und als solche starke Mitte sollten wir uns auch begreifen, als Anziehungspunkt für Menschen aus nah und fern. Denn wir haben in unserem Solepark Schönebeck-Bad Salzelm das Salz in unserer Sohle und damit das gewisse Salz in der Suppe. Darauf können wir stolz sein. Wir haben die Elbe mit ihren wunderschönen Brücken und Flussauen, mit den ostelbischen Ortschaften und ihren blauen Seen. Wir haben das größte Operettenfestival in Deutschland unter freiem Himmel und eben dort einen angesehenen Heimattiergarten. Wir haben das Ringheiligtum Pömmelte als deutsches Stonehenge direkt vor unseren Toren und vielleicht demnächst auf an unseren Toren. Wir haben die Salineninsel als Rückzugsort zur stadtnahen Erholung und anspruchsvolle Orte der bildenden Kunst und der Industriegeschichte. Nicht zuletzt haben wir das technische Denkmal des Präziner Wehrs und die Thomaskirche Prizin an der Straße der Romanik. Dies alles und vieles mehr ist Schönebeck und macht uns einzigartig. Und wir gewinnen zusehends an Gesicht und Ausstrahlung in allen Stadtteilen. Nach innen und nach außen. Schon bald wird es zum Beispiel der breite Weg sein, den wir uns vornehmen werden. Schönebeck ist summa summarum ein attraktiver Ort zum Arbeiten, zum Wohnen, zum Leben, mitten im Herzen Europas. Allen Unkenrufen zum Trotz. Helfen Sie alle mit, unser Image, unsere Identität als lebenswerte und schöne Kultur- und Elbstadt zu stärken. Ich
Ich wünsche Ihnen nochmals ein friedliches, gesundes, frohes neues Jahr 2020 und Gottes Segen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und nach diesen vielen Reden darf ich, Orchester kommt schon, nochmal die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie ansagen unter der Leitung von Jan Michael Horstmann. Thank you.
Gestatten Sie mir zunächst Ihnen allen, auch von meiner Seite, noch ein frohes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2020 zu wünschen. Es ist mir eine große Ehre und ich freue mich sehr, Ihnen nun die Laudatio für den Rathauspreisträger des Jahres 2019 der Stadt Schönebeck vortragen zu dürfen. Nun, wie wir wissen alle, welche große Bedeutung die Stadt Schönebeck dem Ehrenamt als unverzichtbares und wertvolles gesellschaftliches Engagement bemisst. Jährliche Ehrungen unterstreichen dies. Es steht zunächst fest, jedes Ehrenamt genießt unsere uneingeschränkte Wertschätzung. Es gibt jedoch ein ganz bestimmtes Ehrenamt, das vielleicht doch ein wenig unter allen anderen herausragt. Sie wissen vielleicht, welches ich meine. Denn neben der Unentgeltlichkeit Ihres Engagements und neben der kostbaren Freizeit, die Sie regelmäßig opfern, setzen die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr überall im Lande doch ihre unermüdlichen Einsätzen immer wieder ihre Gesundheit aufs Spiel und nicht selten, ja, auch ihr eigenes Leben. Dies galt und gilt auch und gerade für die insgesamt 350 Kameradinnen und Kameraden der 7 Stadtteilfeuerwehren der Stadt Schönebeck, darunter auch die Altkameraden. Nicht nur bei Brennen, sondern auch bei Unfällen, Katastrophen und vielen weiteren Vorkommnissen können Sie sich den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt und ihrer Umgebung auf die profunde Ausbildung, auf das hervorragende Können, auf die Leistungsfähigkeit und auf die ständige Einsatzbereitschaft unserer Wehren vollauf verlassen. An einem Tag wie dem heutigen kann man sich einmal vergegenwärtigen, wie die Familien zu Hause während der Einsätze auf ihre Mütter, auf ihre Söhne, auf ihre Schwestern, auf ihre Frauen und Männer warten. Kommen sie wohlbehalten und unversehrt zurück? Umgekehrt leben Feuerwehrleute immer mit der Anspannung, dass es jeden Augenblick losgehen könnte. Da heißt es, einsatzbereit zu sein, private Probleme oder auch schöne Situationen nach hinten zu stellen. Sich von jetzt auf sofort zu konzentrieren. Wenn man sich die großen Ereignisse vor Augen hält, mit denen unsere Schönebecker Kameraden schon konfrontiert waren, kann der Respekt vor dieser Bereitschaft nur wachsen. Ich erinnere deshalb nur kurz an die folgenschweren Bahnbetriebsunfall im Jahre 1996, an die schwierigen Hochwasserlagen in den Jahren 2002 und 2013, an die Brandserie mit Gebäudegroßbränden 1997 und 1998, an die Brandserie mit Keller- und Wohnungsbränden 2002 bis 2004, an den schweren Betriebsunfall, die Havarie der NAMU La Pua, an die immer wieder auftretenden Sturmschäden der vergangenen Jahre, an die Hausexplosion in der Müllerstraße und in der Magdeburger Straße, an die unvergleichlichen trockenen Dürre- und Hitzejahre 2018 und 2019 mit den zahlreichen Wald- und Flächenbränden. Und die damit zusammenhängende solidarische Hilfe für die Wittenberger Feuerwehr bei den Waldbränden bei Sernum. Der Dank aus Wittenberg zeigt übrigens, welch guten Ruf unsere Schönebecker Wehren auch draußen im Lande haben. Werte Gäste, allein im vergangenen Jahr 2019 verzeichnete unsere Wehre knapp 300 Ereignisse bzw. Einsätze. Neben den Wohnungs-, Wald-, Flurbränden und weiteren Bränden verschiedenster Art waren es Unfälle mit Befreiung eingeklemmter Personen, Ölspurbeseitigung, Tierrettungen und andere. Dies zeigt, wie breit das Spektrum der Aufgabe unserer Feuerwehr ist, welches hohe Verantwortungsbewusstsein jeder Einsatz mit sich bringen muss. Vielleicht sollte man sich auch einmal vorstellen, wie das nicht vor oder während eines Einsatzes ist, sondern danach. Denn neben dem Löschwasser gehören oft auch Blut, Schweiß und manchmal auch ein paar Tränen zum Einsatz. Wie ist das eigentlich, wenn die Männer und Frauen denn unmittelbar nach einer Rettung oder nach einer Löschung auf einer Holzpalette, am Tanklöschfahrzeug oder einfach nur auf der Wiese völlig ausgelaugt zusammensitzen? In den ersten Momenten danach bringen sie kein Wort heraus. Vor körperlicher, aber auch vor psychischer Erschöpfung. Sie schweigen. Nur ab und zu hebt der eine oder andere kurz den Blick. Es hat irgendwo geraschelt.
es könnte ja plötzlich doch noch etwas zu tun, zu helfen, zu bergen, zu retten sein, jetzt. Das sind jene Momente, wo sie spüren, dass sie sich gegenseitig aufeinander verlassen können. Tausende Dinge des Einsatzes schwirren noch durch ihren Kopf, aber sie sind irgendwo stolz auf ihren Zusammenhalt, wachsen weiter und noch enger zusammen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir uns nur einen einzigen Kameraden vorstellen, wer da sitzt, völlig fertig, mit den Händen auf den Knien, dann wissen wir doch, was wir an unserer Schönebecker Feuerwehrkameradinnen und Kameraden haben. Zollen wir ihnen allen und nicht nur heute unseren tiefsten Respekt, dies gilt uneingeschränkt für alle, ob jung oder alt, ob kleinerer oder größerer Dienstgrad, ob Mann oder Frau. Nur stellvertretend nenne ich deshalb verdienstvolle Namen unserer Wehren wie Werner Laurich, Horst Mehr, Chris Schwabe, Ronald Mühlsiegel, Uwe Tandler, Conny Schulze, nicht zuletzt unseren aktuellen Stadtwehrleiter Daniel Schürmann, aber auch Stadtteilwehrleiter wie Dirk Dietzmann, Michael Vorwerk, Gunnar Ulrich, Michael Pohle, Christian Pfanne und Jungwart René Zander gehören dazu. Unmöglich alle über 300 hierzu erwähnen. Sie alle und viele andere mehr haben neben den Einsätzen auch eine Weiterentwicklung unserer Feuerwehr einen großen Anteil, wenn es auch manchmal verständlicherweise schwer fiel. So verlaufen beispielsweise unsere beiden Fusionen Tischlerstraße-Frohse und Plötzky-Prezin konstruktiv und harmonisch. Die Plötzkyer Kameraden zum Beispiel werden reibungslos in den Präziner Wehr integriert. Und auch was das Thema Gerätehaus Bad Salzelben angeht, kann ich mich den Worten des Oberbürgermeisters nur anschließen. Wir halten an dem Standort fest, der An- und Umbau muss genau eben dort durchgeführt werden, und zwar so schnell wie möglich, sobald alle Voraussetzungen gegeben sind. Insgesamt sind und bleiben unsere Wehren aber leistungsstark und auch die Umsetzung des neuen Fahrzeugkonzeptes und die Neukonzipierung der persönlichen Schutzausrüstung bleiben für die Kameraden wichtige Projekte, die es gilt, zielstrebig zu verfolgen und mit Leben zu erfüllen. Ein großes Problem bleibt, wie wir alle wissen, die Nachwuchsgewinnung. Der Gemeinsinn in dieser Gesellschaft scheint abzunehmen. Umso mehr müssen wir uns allen gemeinsam um mehr Nachwuchs kümmern. Umso besser, dass es erst in dieser Woche ein von Unternehmen gesponsertes Brandschutzmobil übergeben werden könnte. Angesichts des mangelnden Nachwuchses müssen wir aber diejenigen umso dankbarer sein, die bei der Stange bleiben. Bei jener Stange, an der sie symbolisch zum Einsatz herunterrutschen. Auch wenn das in der Praxis bei unseren Freiwilligen Feuerwehren anders ist und hier ist nur ein Wortspiel gemeint. Meine sehr geehrten Damen und Herren, gerade auch jetzt, in diesem Moment, sind wieder zahlreiche Frauen und Männer draußen im Lande unterwegs, um die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten, um Leben, Hab und Gut zu schützen, um Schaden abzuwenden und die Menschen vor weiteren Schaden zu bewahren. Ein Feuerwehralarm nimmt keine Rücksicht darauf, ob man gerade am Abendbrotstisch sitzt, ob man gerade in einer Familienfeier sich befindet, ob es nachts ist oder ob man gerade an einem Neujahrsempfang teilnimmt. Dies ist also ein wirklich ganz besonderes Ehrenamt. Ein unentbehrlicher Pfeiler unseres Zusammenlebens, wenn es sich dabei um eine freiwillige Feuerwehr wie die unsere aus Schönebeck und seinen Stadtteilen und Ortschaften handelt. 200 Frauen und Männer sind derzeit für ca. 31.000 Bürgerinnen und Bürger im ständigen, aktiven Einsatz. Es sind zwar 7 einzelne Wehren, doch in Anlehnung an ein Lied könnte man sagen, 200 Mann und eine Wehr, eine freiwillige Feuerwehr der Stadt Schönebeck. Der ehemalige Dezernent Dieter Krüger sagte einmal, der Dienst in der Feuerwehr ist allerbester Bürgersinn. Zitat Ende. Die Bekämpfung des sogenannten Roten Hahns erfordert Tugenden und Eigenschaften wie Solidarität, Hilfsbereitschaft, Härte, Zusammenhalt, Mut, Uneigennützigkeit, Tatkraft und ein hohes Maß an Sachkenntnis. Über all das verfügt unsere Schönebecker Feuerwehr mit ihren 7 Stadtteilwehren,
Dafür und darüber sind wir froh, stolz und dankbar. Heute ist der Tag, dies einmal umfassend zu würdigen und zu ehren. Sehr geehrter Herr Stadtwehrleiter Daniel Schürmann, werte Wehrleiter der Stadtteilfeuerwehr Schönebecks, liebe Kameradinnen und Kameraden, die heute nicht anwesend sein können, werte Gäste. Auf Vorschlag der Fraktion der Christlich-Demokratischen Union hat der Schönebecker Stadtrat am 19. Dezember des vergangenen Jahres beschlossen, den Rathauspreis für das Jahr 2019 in Würdigung der Einsatzbereitschaft zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt an die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Schönebeck-Elbe zu vergeben. Ganz persönlich und im Namen der CDU-Fraktion, allen Stadträten und Stadträte, des Oberbürgermeisters, der Verwaltung und wohl auch im Namen vieler Bürgerinnen und Bürger, gratuliere ich Ihnen allen Kameradinnen und Kameraden dazu vom ganzen Herzen. Wir sind stolz auf Sie. Dann würde ich gerne auf die Bühne bitten, die Stadtwehrleiter Herr Schürmann und natürlich die anwesenden Wehrleiter. Bitte auf die Bühne. Sehr geehrte Kameraden, in Würdigung Ihrer ständigen Einsatzbereitschaft in der ehrenamtlichen Aufgabenerfüllung zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schönebeck-Elbe wird der Freiwilligen Feuerwehr Schönebeck-Elbe der Rathauspreis der Stadt Schönebeck-Elbe für das Jahr 2019 verliehen. Schönebeck, der 25.01.2020, gezeichnet Oberbürgermeister. Ich möchte mich erstmal im Namen aller Kameraden für diese Auszeichnung bedanken. Mir wurde zwar vorhin der Platz hier vorne angeboten, aber die Feuerwehr bleibt dann doch eher im Hintergrund. Heute sind wir mal im Vordergrund und das freut mich sehr. Und auch die Worte, die verloren sind von allen Vorrednern, das möchte ich nicht ausweiten. Und ich möchte nur, dass auch Dr. Schellenberger mit zum Landtag auch nimmt, dass wir immer noch warten auf bestimmte Fördermittel, bestimmte Entscheidungen aus dem Land, die wir dringend brauchen. Unsere Kämmerin weiß das. Und ich möchte auch ans Verwaltungsgericht, auch wenn davon keiner hier ist, sagen, es
bedarf jetzt mal langsam einer Entscheidung, was mit unserem Standort und dem Anbau Bad Salzelm wird. Weil das ist ein Standort, den wir brauchen und der jetzt langsam mal in die Gänge kommen muss. Es sind keine Zustände mehr. Das ist mittlerweile Unfallgefahr hoch 10. Und wenn jetzt keine Entscheidung trifft, haben wir da irgendwann den nächsten Verletzten. Einen hatten wir schon. Schönen Dank für den Preis. Mit der Vergabe des Rathauspreises an die Freiwillige Feuerwehr Schönebeck ehrte die Stadt die herausragenden Leistungen der Kameradinnen und Kameraden. Auch der Elbe-Kanal gratuliert herzlich und wünscht weiterhin alles Gute. Auch an dieser Stelle noch einmal herzlichen Glückwunsch an die Freiwillige Feuerwehr. Wie ich finde, ein würdiger Preisträger. Und damit endet das Regionalmagazin für Freitag, den 31. Januar. Ihnen einen guten Start in das Wochenende und auch in den Monat Februar. Wir sehen uns dann am Montag um 18 Uhr wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihre Tina Bonas.